Hallo Freunde, zu einer neuen Folge Minecraft. Und ich musste gerade ein bisschen lachen, weil immer wenn ich hier starte, ist hier irgendwie Action vor der Haustüre. Und ich musste mich gerade hier in die Bäckerei verkrümeln, weil ich draußen Monster gesehen habe. Und war vorhin eben noch hier mit Marco ein bisschen unterwegs. Und der hat mir so einiges Neues gezeigt. Weil ich habe ihn ja faulen Sack genannt und was ist passiert? Nachdem ich das in der letzten Ausgabe von Minecraft gesagt habe, ja, er war fleißig unterwegs und hat während meiner Abwesenheit das Rathaus, ja, eigentlich so gut wie fertig. Und noch so einige andere schöne Dinge hat er mir gezeigt, die er hier in der wunderbaren Welt verbaut hat. Und das alles so still und heimlich und das wollte ich euch heute alles mal präsentieren. Das Problem ist nur gerade, wir haben den Monster hier vor der Haustür. Und habe schon erwähnt, ich bin wieder dermaßen im Zeitverzug mit meinen Folgen. Minecraft, ne, ist auch schon wieder eine Woche her. Die letzte Folge. Und auch Pirates. Ne, Pirates, letzte Folge ist auch schon wieder eine Woche her. Das muss ich auch noch unbedingt nachholen. So, wir können uns mal versuchen, Richtung Haupthaus durchzuschlagen. Und dann legen wir uns erstmal aufs Öhrchen und warten ab, bis die Nacht vorüber ist. Türe zumachen am besten immer. Der Rest stehen schon wieder einige Skelette, habe ich gerade gesehen. Einfach ignorieren und weiterlaufen. Was ich jetzt machen werde, ich gehe jetzt einfach hier hoch und leg mich oben ins Bettchen. Zack, zack, zack. Und gute Nacht. Uah. So, einen wunderschönen guten Morgen. Und ich hoffe mal, dass die meisten Monster jetzt weg sein werden. Ich habe auch noch keinen Enderman gesehen in den letzten Minuten. Ja, und das heißt ja schon mal was. Aber noch was ist passiert. Habe ich nämlich eben festgestellt, wo noch wo Minecraft, wo Marco noch mit dabei war. Und zwar zeige ich euch. Wir haben doch hier diese wunderbaren, ja, hier haben wir die Schweine. Alles okay soweit. Hier haben wir unsere Schafe. So. Aber hier. Ne? Ich bin reingekommen, gucke, kein Huhn mehr da. Ein Huhn hat sich irgendwo da hinten im Haus verkrochen und der Rest der Hühner, die haben sich irgendwie zum Teil selber umgebracht, glaube ich. Ich weiß nicht, vom Blitz erschlagen, oh, keine Ahnung. War meine Vermutung eigentlich gewesen. Und dann haben wir gemerkt, ich habe doch hier so, ja, wie nennt sich das denn hier? Stufen drin gehabt? Es war ja keine Treppe. Ist ja egal, auf jeden Fall, immer in dem Moment, wo die Hühner hier draufspringen wollten, auf diese Klötze, haben die irgendwie Schaden erlitten. Keine Ahnung warum. Und ich vermute mal, dadurch sind die Hühner alle krepiert. Ja, und das Huhn ist ja sozusagen das letzte seiner Art. Ja, brauchst du gar nicht so blöd zu gucken. Ich meine ich, genau. Und das heißt, wir müssen mal demnächst wieder auf die Suche gehen. Nach ein paar netten Freunden für unser Hühnchen hier. Weil, guck mal, das ist ja doch so einsam, ne? Gut. Hätten wir das Thema schon mal abgeklärt mit den Hühnern. Also, sie sind alle weg. Eine haben wir hier gefunden. Das war, wie gesagt, hier im Haus. Glaube ich zumindest. So war das. Dann hat Marco hier hinten noch so einige Spielereien gebaut. Zum Beispiel hier hat er hier eine Brücke gebaut Richtung Wüste, ne? Habe ich mir auch so gewünscht gehabt. Und schaut mal hier, was er hier Tolles gemacht hat. Das ist nicht eine Sensation, Freunde. Dachte erst, was ist das denn? Das ist doch einfach nur genial, oder? Ich meine, ich bin ja voll der Minecraft-Noob, hab davon überhaupt keine Ahnung gehabt. Wollte euch eigentlich gar nicht zeigen, ne? Weil das ist ja so geheim, ja, diese Konstruktion hier, kann man sagen. Aber ich mach's trotzdem. Und zwar, das ist ja so eine schöne Abwehr eigentlich für die Monster, ne? Hier kann ja keiner drüber kommen.
Ne? Das ist ja so eine Art Schutz gegen uns hier. Ne? Wenn die nicht eindringen hier, die ganzen wilden Monster. Ne? Man kennt sie ja, hier die aus der Steppe kommen, aus der Wüste kommen. Und so, das hat Marco mir gezeigt. Im Haupthaus. Gehen wir mal gerade zurück. So, und hier war die Türe offen. Hier haben wir diesen wunderbaren Hebel. Da steht Sicherheitstor. Einmal dran ziehen. Und ziehen. So, habt ihr gesehen? So, jetzt können... Hallo? Jetzt können wir nämlich hier hinten... Man, die machen mal einen Lärm hier, Freunde. So, jetzt kommen wir einfach wunderbar. Hast du gesehen? Jetzt ist hier einfach dieses, ja, dieser Zaun ist einfach hier in den Boden versunken, sozusagen. Wie so eine Art Falltüre, ne? Oder wie nennt man das? Ja, wie bei so einer Burg, ne? Mit so einer Zug. Ich komme jetzt gerade nicht am Namen, wie man das nennt. Auf jeden Fall, ja, zumachen können wir es von hier aus jetzt nicht, leider. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Und von vom Haupthaus aus das Ganze schließen. Weil sonst hat es keinen Zweck. So, das heißt, wir müssen zurück. Und drücken einmal hier. So, Hebel nach unten. Und jetzt müssen wir von hier aus eigentlich sehen können, dass das geschlossen ist. Ja. Ganz genau. So, das hat mich echt überzeugt. Und war da was? Nee. Nee, ich war da ganz begeistert von. Und sagen, ich musste Marco da wirklich mal loben, ne? So, und das war noch lange nicht alles. Hat noch hier unten so einige nette Sachen gebaut. Die müssen auch passen. Beim letzten Mal waren hier die Zombies unterwegs. Ich nehme mal das Schwert in die Hand. So. Hier hat Marco zugebaut. Eigentlich, das wollte ich eigentlich nicht so haben. Eigentlich wollte ich hier gerne rechts runterschauen. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Könnte ich jetzt zum Beispiel ja auch dann Glas einsetzen. Okay, das können wir ja lassen. Dann machen wir die noch hier weg. So, hätte ich das ganz gerne gehabt. So, dann können wir hier vielleicht noch irgendwie... Wieder machen wir hier einen Durchgang, dass wir hier noch weiter reingehen können. Uah. Oder setzen dann hier Glas ein. Mal gucken. So. Hat Marco mir noch die wunderbaren Stufen hier eingesetzt und es war noch lange nicht alles. So, guck ich mal an, was er ja alles gebaut hat hier, ne? Dieser Kerl. So einen schicken Balkon hier einfach mal. Aber alle Türen aufgelassen. So. Und hier haben wir noch ein Lager. Ganz geheimes Lager. Ja. Vielleicht ein bisschen zu groß geraten, weil ich meine, wer braucht schon so viele Kisten, Freunde? Ne, so viel Material haben wir, wenn wir nie haben. So, guckt euch mal an, ja, wie viele Kisten wir hier haben. Das ist schon unnormal. So, hier geht's auch noch hoch. Ja. Kisten und Kisten. Tschüss. Nein. Scheiße. damit habe ich doch nicht gerechnet jetzt. Verdammte Scheiße. Marco, Mann, du baust euch auch keine Beleuchtung ein, verdammt nochmal. Ey, hier steht ja mal eben, ich wollte schon fast sagen, ein Zombie, ein Creeper rum, gibt's auch gar nicht. Ja gut, den Rückweg können wir jetzt hier einfach unterspringen. So. Das war wieder mega, mega geil. So, machen wir zu und ist ja nichts passiert. Kann Marco wieder alles dann reparieren, wenn er Lust und Laune hat. Ja, aber das war so eine typische Aktion von mir, ne? So, das kann nur mir passieren. Okay, Freunde. Dann haben wir das auch abgeklärt. Das abgeklärt. Euch gezeigt, ne? Was hier gebaut worden ist. Dann hat Jenna hingemacht hier.
Kann man die auch zumachen? Nö, ne? Doch. Naja, weiß nicht, ob das so unbedingt schick ist, aber gut. Halt Geschmackssache, ne? Das ist Markus Zimmer halt hier. Er hat es gleich umgebaut. Ich hätte an seiner Stelle nicht das Fenster so hoch gemacht. Das ist ein bisschen ätzend, finde ich. Für meinen Geschmack sieht es eher aus wie ein Abstellraum. Na gut, hier ist ein Bettchen, ne? Und gehen wir da raus. Und kommen dann zum nächsten Thema. Und zwar das Rathaus. Ne? Das war ja auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, wann baut da Marco mal weiter? So. Und der hat weitergebaut. Und nicht nur das, er hat auch hier... na, ich habe ja so das Problem mit diesem also vernünftigen Dach zu bauen. So. Das Haus war ja schon fertig, schon längere Zeit, ne? Die Metzgerei hier. Und nicht wundern, hier ist auch irgendwie was passiert, ne? Ein kleiner Verkehrsunfall. Aber egal. So, hier hat er wunderbar mir, aua. Hier hat er mir wunderbar ein Dach draufgesetzt. Vielleicht ein bisschen zu viel Beleuchtung, sage ich mal. Man kann es ja auch ein bisschen übertreiben. Und deswegen werde ich ja vielleicht mal ein bisschen was davon abschlagen. Aber nicht jetzt. Wir haben noch andere Sachen vor. Und zwar, ja, die Kuh ist auch noch da. Hier vorne ist doch hier unser Rathaus. Ne? Das könnt ihr euch da noch, könnt ihr euch da noch dran erinnern. So. Und schaut mal hier. Das ist nicht klasse. Gehen wir mal hier gucken. Na? Gehen mal rein. Doch genial, oder? Hier, Wartebereich. Links und rechts. Ne, hier sind wir beim Jobcenter. Oder Arbeitsamt. Hier können sich Leute alle hinsetzen, können sich eine Marke ziehen und dann kommen sie rein hier so, ne, und dann, ja, wir haben hier einen Job für sie, wir brauchen noch jemanden, der ein paar Creeper umlegt. Genau, wir haben hier eine Plage von Creepern in der Welt und dann haben wir einen Job für sie, dann können sie hier Creeper umlieten. Ja, und die anderen bekommen dann auch einen Job zugeteilt, dann für die Zombies zuständig oder keine Ahnung, für Blümchen pflücken. Ne, das brauchen wir ja alles. Ja. Also für Jobs wird auf jeden Fall gesorgt. Und was eigentlich hier? Ja. Kann man auch schön rausgucken, wenn man möchte. Und da hinten sehe ich auch wieder ein Skelett. Gut, hier hat der Marco noch schöne Blumenkübel hingehauen. Ja, schön hier ein bisschen Pflanzen. Ein bisschen Grünzeug, ne? So, und hier geht's dann zum Chef sozusagen. Die Türe ist offen. Heute haben wir Tag der offenen Tür. Und hier kann man dann Platz nehmen, wenn man hier zum vorgeladen wird zum Bürgermeister oder wenn man Fragen hat. Herr Bürgermeister, wie geht's denn weiter hier in der Welt? Wie ist der Fortschritt? Oder besser gesagt, wie soll es weitergehen? Weil wir sehen schlechte Zeiten auf uns zukommen. Dann hier der Bürgermeister und sagt, nö, kein Problem. Das ist alles kein Problem. Die Monster, die haben wir hier nur weggehauen und dann haben wir hier das blühende Leben. Und ja. Und Jobs, wir haben tausende von Jobs für euch, Leute. Ja. Und so weiter und so fort, ne? So ungefähr könnte es dann hier laufen, das Gespräch beim Bürgermeister. Weil der Bürgermeister macht ja eigentlich alles. Zumindest hier in unserer Welt. Der sorgt sich hier für die ganzen Bewohner und nicht nur für die menschlichen, sondern auch hier für die Tiere.
Denn die Tiere können natürlich auch hier reinkommen und Wünsche äußern. Wenn sie zum Beispiel ein größeres Haus benötigen oder gucken hätten so blöd rein. Naja, okay. Hier hätte ich mir gewünscht, vielleicht ein bisschen mehr Licht. Das heißt, also Licht haben wir ja eigentlich, aber vielleicht hier noch ein Fenster reinzuhauen, ne? Hier links. Weil es sieht so ein bisschen aus nach, naja, ich weiß nicht. Also der Raum ist so nicht schlecht, ne? Ich habe ihn ja auch schon, sozusagen, vorher abgesteckt gehabt für den Marco. Und, ja. Der Nobel hier, vor allem den roten Teppich, den könnten wir später eigentlich auch noch nehmen für unseren Sauna-Club. Würde sich auch anbieten. Ja, gut, dann haben wir das auch mal hier gezeigt. So, die Decke auch wieder wunderbar hoch. Ne? Wieder typisch Marco-Stil, aber ja, darüber lässt sich streiten. Ansonsten bin ich ganz zufrieden mit seinem mit seiner Arbeit. Und da hat er sich Fleißkärtchen verdient. Oder? Was meint ihr dazu? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Und ich werde mich jetzt verabschieden von euch. Und ich habe schon eine ganz trockene Kehle. Und bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Ja. Keine Ahnung. Wildes Bauen und wildes Sterben bei Minecraft. Weil das war ja eben wirklich Glückssache, ne? Dass wir da eben nicht gestorben sind bei einem Creeper. Weil ich habe hier immer noch keine Ausrüstung. Das heißt also keine Rüstung an. Und das war dann wirklich mehr Glück als Verstand vorhin. Ja, also, genug gequatscht. Ich verabschiede mich bei euch und ist spät und ich kann kaum noch reden. Richtig reden. Also, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Reinblitz.